Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com o Icaro. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel nochmal. Bevor ich euch zeige, um was es heute geht, möchte ich euch gerne die neuen Celebration-Produkte zeigen. Denn die sind ab heute verfügbar. Es geht in die zweite Runde. Heute ist der 16. Februar und ab heute gibt es 3 neue zusätzliche Produkte, die ihr geschenkt bekommt, wenn ihr für mindestens 60 Euro shoppt. Ich zeige euch die. Hier sieht man nochmal die alten, aber die meisten von euch werden die kennen. Neu in der diesjährigen Celebration ist es ja, dass man auch wertigere Geschenke hat. Also die gibt es nicht für 60 Euro Bestellwert, sondern für 120 Euro. Denn das ist in dem Fall auch quasi ein Produktpaket. Und zwar ist das einmal hier dieses Stempelset mit dem Korb, was ich finde perfekt zu Ostern passt. Immer für dich da und mehr als Wort. Das sind auch schöne Sprüche. Und damit zusammen gibt es hier diese Prägeform. Und die ist auch perfekt für Ostern. Denn das ist so ein Korbgeflecht und damit kann man mit Sicherheit schöne Osterkörbchen machen. Das ist auch so eine Tiefenprägeform, das heißt, das ist so eine dicke. Ja, so sieht die aus und die beiden Sachen gibt es dann für 120 Euro Einkaufswert. Und für jeweils 60 Euro gibt es die beiden anderen Artikel. Das ist einmal hier das Stempelset, das finde ich auch total schön. Da habt ihr Sprüche und so Hintergrundsachen. Hier so zwei Flecken und zwei Kreise und hier so Pünktchen. Dankeschön und beste Wünsche sind die Sprüche. Und dann haben wir noch, auch total cool, irgendwie gefällt mir immer alles, das ist Schlimme, gibt es noch hier Designerpapier. Und zwar ist das ein besonderes Designerpapier, denn das ist, das hat Kupfer, Silber und Gold. Hier seht ihr die, man sieht es jetzt gar nicht so, das ist Kupfer, also das sind Kupferpunkte. Dann gibt es hier die silbernen Streifen. Das ist immer einseitig, weil es halt auch richtig schön dickes Papier ist. Das hätten wir im Angebot. Und hier Silber und Gold, hier diese Ranken. Es gibt immer 3 Blätter in einer Packung und 4 Motive. Hier sind nochmal die Punkte. Das heißt, ihr habt dann 12 Blätter in einer Packung. Das ist auch total schön. Das ist Kupfer und in der Mitte haben die Blümchen nochmal so ein bisschen Gold. Ja, das sind die neuen Celebration-Geschenke, die es ab heute gibt. Ich habe gedacht, ich packe das einfach mal hier in das Video, damit ich da nicht ein extra Video für machen muss. Falls ihr noch nie was von der Celebration gehört habt oder wissen wollt, was es vorher gab, und das gibt es ja immer noch, schreibt mich einfach an, ich erkläre euch alles und ich kann euch auch die anderen Sachen dann zeigen. Heute geht es aber erstmal um ein Produktpaket. Ich weiß, ich sehe das immer an den Daumen runter, also ihr mögt das nicht so besonders, wenn ich Produktpakete zeige. Trotz allem tue ich es heute wieder, denn ich finde es einfach schön, denn es dreht sich heute um diese tolle Geburtstagskiste. Projektset, alle meine Geburtstagsgrüße heißt das Ganze. Und das, was ich euch heute zeige, ist hier diese Box. Man kann, wenn man möchte, sich auch noch dieses Stempelset dazu bestellen. Blöderweise habe ich das nicht getan, weil ich gedacht habe, ich hätte es schon. Aber nein, ich habe es nicht. Ich muss es noch nachbestellen, weil ich finde auch diese Blümchen total süß da drin. Trotz allem kann man das mit Sicherheit auch ohne diese Stempel benutzen. Ich habe mir jetzt auch schon Alternativen ausgesucht, weil ich jetzt mit euch mal eine von den Karten machen möchte. Das Schöne an dem Projektset sind halt nicht nur diese Karten, sondern dass man so eine Box hat. Und da hat man ein Register mit allen 12 Monaten, wo man einfach Geburtstagskarten drin sammeln kann. Und vielleicht schon beschriftet, adressiert, die Umschläge oder so für den jeweiligen Geburtstag mit dazu packen kann. Und das finde ich wirklich sehr schön. Vor allen Dingen gefällt mir auch die Box total gut. Ob man es jetzt für diesen Zweck nimmt oder was anderes damit macht, das ist ja euch überlassen. Und seid gnädig mit mir, auch wenn es ein Projektset ist.
Guckt sie euch an, ist sie nicht wunderschön? Oh, ich bin verliebt in diese Box. Die hat hier so ein kleines Gummi, damit man sie öffnen kann. Und diese ganzen Schätze sind da drin. Unter anderem gibt es hier noch blaues Garn und goldenes Geschenkband. Das lasse ich mal da drin, mal gucken, ob ich das brauche. Wo ist meine Anleitung? Ist klar, ne? Ich habe mir alles hingelegt, nur nicht meine Anleitung. Tja, sie ist weg. Da muss ich improvisieren, das kann ich eigentlich ganz gut. So, gucken wir uns das alles mal an. Ich habe ja zur Not noch den Katalog, da sind die Karten ja auch abgebildet. Also, was ich total cool finde, sind schon mal hier die Monate, denn die sind in Gold. Und auch in... Nee. Mehreren Sprachen kann das sein. Muss ich gleich nochmal gucken. So, hier haben wir jetzt, ihr kennt das Prozedere, diese Sachen zum Rausklipsen. Das hier ist auf einer Karte zu sehen. Das haben wir jetzt viermal. Hier sind die Register, wo man dann auch hier schon die Geburtstage eintragen kann. Wow, total cool. Alles schön mit Gold. Auch nummeriert mit den Zahlen. Das Schöne ist ja, dass man das auch ja, das nächste Jahr wiederverwenden kann. So, dann haben wir... Ah ja, hier ist der Rest. Ich war nämlich gerade ein bisschen verwirrt, weil hier August, September, Oktober und sowas draufsteht, aber dann hier Januar, Februar, März und so in Englisch. Aber hier ist jetzt das Deutsche. Das finde ich dieses Mal nämlich echt toll, denn beim letzten Set, wo es sowas in der Art gab, waren die Monate in Englisch. Und jetzt sind sie in Deutsch. Das gefällt mir super. So, dann haben wir jetzt hier schon mal vier Kartenfronten. Also man kann jede Karte viermal machen. Vier grüne. Das müsste Calypso sein. Gucke ich gleich nochmal. Und hier sind die gemusterten. Finde ich auch total irre. Also dadurch, dass auch nicht mehr so viel Deko draufkommt, passt das dann wieder mit dem Muster. Und hier sind nochmal vier blaue, die aber wieder hier diese goldenen Pünktchen haben. Und dann gibt es wie immer für jede Karte einen Umschlag. Die packen wir schon mal zur Seite. Und hier sind noch Luftballons auch mit Gold. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Karte ich mache, ohne dass ich das Stempelset brauche. Schleifenbinden müsste ich überall. Ich gucke mir mal die Fähnchen an. Die haben wir hier. Ach, da haben wir ja auch noch diese anderen Sachen. Die habe ich ja noch mal gezeigt. Das hier sind diese... Das kann man dann hier rausdrücken. Hier müsste ein Spruch drauf. Oder auf die Fähnchen. Ich habe mir schon mal zwei Stempelsets rausgesucht, die auch recht große Sprüche haben. Wo das eventuell mit funktioniert. Ne, damit funktioniert es nicht. Schade. Da wäre noch Wünsch dir was drin oder nur für dich. Das ginge ja auch. Und hier ist ein Wünsch dir was. Oder heute ist dein Tag. Ist auch schön. So rum. Aber dafür ist es ein bisschen groß, ne? Man könnte natürlich auch alles Liebe nehmen. Jetzt bin ich überfragt. Was mache ich denn jetzt? Oder ich mache einen Spruch hier drunter. Der muss der nicht. Ja, das mache ich. Sehr gut. Seht ihr, ich kann improvisieren. Ich finde was. Und ich nehme, heute ist dein Tag.
Das ist ja auch wichtig, wenn man sich das Stempelset nicht kaufen will, dass es Alternativen gibt. Also von daher. So, dann brauchen wir hier die Pünktchenkarte. Wir brauchen von dem goldenen Band und natürlich auch von der Kordel. So, und das guckt jetzt dahinter raus. Ich schneide das jetzt mal nicht zum Fähnchen, das finde ich immer nicht ganz so schön beim Band, sondern ich lasse das jetzt mal so. Und dann mein Spruch. Meine Acrylblöcke sind noch in meiner Tasche. Ich war nämlich am Wochenende in Frankfurt im Stampin' Up Büro. Und da haben wir auch ein bisschen gebastelt und da hatte ich Acrylblöcke mit. Beziehungsweise hatten wir da einen Handlettering-Kurs. So, welche Farbe nehme ich? Ich glaube, ich nehme Blau. Oder nehme ich Savannah? Ich nehme Savannah. Das passt doch sehr gut dazu. So. Dann brauchen wir noch ein Schleifchen. Und dann war es das, glaube ich, auf der Karte schon. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen auch nichts von mir hören hier auf YouTube. Denn ich darf nämlich nach Amerika reisen. Wer mich auf Facebook verfolgt, der hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe die 1 Million Umsatz geschafft und darf nach Salt Lake City reisen und den Hauptsitz von Stampin' Up besuchen. Und da wird es dann demnächst oder beziehungsweise die nächsten zwei Wochen erstmal kein Video von mir geben. Weil ich weg bin. So. Da sind sie. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und auch nochmal hier einen herzlichen Dank an meine lieben Kunden. An meine treuen lieben Kunden, weil ohne die dürfte ich da nicht hinfliegen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber das wäre ja komisch, wenn nicht. So. Klebe ich es jetzt auch richtig auf? Ja. So, mein schönes Schleifchen. Ich werde immer besser, merkt das? Das klebe ich mal mit einem Kludert auf. So. Hallo? Ja, den habe ich am Finger. Gut. Dann kommst du halt zuerst dahin. So. Karte Number One. Das war jetzt wahrscheinlich die einfachste von allen.
Aber da sind jetzt die Sprüche schuld. So, und dann mache ich jetzt noch mal einen Monat fertig, damit wir mal gucken, wie das aussieht. Nummer 1 ist der Januar. Und dann können wir schon mal das Döschen befüllen. Natürlich kann man diese Karten, die ist jetzt wirklich sehr schlicht gehalten, aber was ja nicht unbedingt schlecht ist, wenn man in der Eile mal eine Karte braucht, kann man die halt selber auch noch verzieren. Ne? Man kann noch Glitzersteine drauf machen oder man könnte noch irgendeine Lage drunter setzen oder man könnte selber sich noch irgendwelche Zweige oder Blümchen ausstanzen und die draufkleben. Also da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, und so kann man sich dann seine Geburtstagskarten oder was auch immer, Weihnachtskarten, man kann ja die eigenen noch dazu packen, aufbewahren. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Set genauso wie mir und ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen, auch wenn es nichts Selbstgebasteltes war. Ja, also falls wir uns nicht sehen, dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder. Drückt mir die Daumen, dass wir heil landen und heil wieder nach Hause kommen und dass ich vor Aufregung nicht sterbe. Ja, ich werde euch berichten. Mal gucken, in welcher Form ich das mache, ob ich Bilder auf meinem Blog zeige oder ob ich ein kleines Video drehe. Mal gucken. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst, bis zum nächsten Mal.